Während des gesamten Frühlings und Sommers des Jahres 1919 waren die Straßen New Yorks voller Paraden und Truppen marschierender Männer, die von den grauenvollen Schlachtfeldern Europas zurückkehrten. Woche für Woche säumten Menschenmengen die Straßen und jubelten den Kompanien zu, die die Fifth Avenue hinaufströmten. Vorbei am großen Triumphbogen an der 23. Straße, vorbei am Mahnmal an der 42. Straße und hinauf bis zum eindrucksvollen Juwelenvorhang neben dem Park. Als erstes wurde das 369. Regiment geehrt, das sich ausschließlich aus Schwarzen aus Harlem zusammensetzte und dem die Franzosen ihre höchste militärische Auszeichnung Croix de Guerre verliehen hatten und das wegen seines legendären Heldenmuts im Gefecht den Spitznamen Hellfighters trug. Sie hatten einen Krieg geführt und gewonnen. Die große Stadt der Sieger war voller Triumphbögen und leuchtete im rot-weiß-rosa Blütenmeer. Während der langen Frühjahrstage marschierten die heimkehrenden Soldaten die Hauptstraße hinauf, sodass Händler und Angestellte ihre Streitigkeiten vergaßen, zu den Fenstern drängten und ihre blassen Gesichter feierlich den vorbeiziehenden Bataillonen zuwandten. F. Scott Fitzgerald. Für die meisten New Yorker schien der Horizont in diesem Frühjahr grenzenlos zu sein. Zum Jahresbeginn war Al Smith, der Held der Arbeitsmarktreformbewegung, als erster irisch-amerikanischer Gouverneur Amerikas vereidigt worden. Das war ein überraschender Triumph für das Selbstverständnis der Einwanderer New Yorks. Im selben Jahr trat der 19. Verfassungszusatz in Kraft. Nach Jahrzehnten des leidenschaftlichen Kampfes hatten die Frauen Amerikas endlich das Wahlrecht errungen. Nach fast 300 Jahren fanden die Iren, nach den Holländern die älteste ethnische Gruppe New Yorks, endlich ihren Platz in dieser turbulenten Handelsstadt. Alles ist möglich, schrieb ein 23-jähriger Mann aus dem mittleren Westen namens F. Scott Fitzgerald am Tag seiner Ankunft im Februar an seine Verlobte Zelda. Ich bin hier im Land des Ehrgeizes und des Erfolges. Allmählich erwachte die Hoffnung, dass dies das Jahrhundert der Amerikaner werden würde. Europa hatte bis zum Ersten Weltkrieg nicht daran geglaubt, dass Amerika sich so prächtig entwickeln würde. Doch wir waren plötzlich die Großmacht, die auf dem besten Weg zur führenden Macht des 20. Jahrhunderts war. Ich denke, dadurch vollzog sich ein echter psychologischer Wandel in uns. Niemand hatte es ahnen können. Doch im Frühjahr 1919 hob sich langsam der Vorhang und gab die Bühne frei für den spektakulärsten und am Ende herzzerreißendsten Akt der 300-jährigen Geschichte der Stadt. Denn 130 Jahre anhaltendes Wirtschaftswachstum erreichte nun seinen gewaltigen Höhepunkt. Im folgenden Jahrzehnt, während die Stadt und das Land ihre Vergangenheit abstreiften und einer scheinbar grenzenlosen Zukunft entgegenstrebten, sollte New York wirtschaftlich und kulturell zu einem der kreativsten Orte der Welt werden und sich dem berauschenden Traum vom Kapitalismus verschreiben, wie niemals zuvor und niemals danach. Bevor der Traum aus war, würde auf der schmalen Insel Manhattan eine neue Art von Kultur, eine Massenkultur und eine neue Art von Stadt, eine Stadt der Wünsche und Träume entstehen. Im Zuge dessen sollte New York in einem Rausch der Erwartung immer höher emporschießen, um dann tiefer zu fallen denn je. Sie ist keine europäische Stadt mehr. Sie ist eine amerikanische Stadt. Sie ist sie selbst. Erhabenes New York. Wir haben noch genug Zeit. Menschen und Maschinen. Wir sind alle noch so jung. Wartet nur. Wartet nur, was New York noch erreichen wird. Sherwood Anderson.
Das Erste, was den heimkehrenden Veteranen auffiel, als sie von Bord gingen, war die Prohibition. Sie ärgerten sich darüber, dass sie in eine Welt ohne Bier zurückkehrten. Außerdem erwarteten sie wirtschaftlich schwierige Zeiten. Es wird gerne vergessen, dass es eine Nachkriegsrezession gab. Doch sie hatten zunächst einmal einige Jahre ohne Bier und ohne Arbeit vor sich. Doch dann setzte der Aufschwung ein. Der große Aufschwung der 20er Jahre, der auf der Massenproduktion und dem Massenkonsum von Gebrauchsgegenständen beruhte. Die Zeit der 20er Jahre wird auch als sogenannte zweite industrielle Revolution bezeichnet. Der Begriff meint eine grundsätzliche Verschiebung innerhalb der amerikanischen Wirtschaft hin zur Produktion dessen, was wir heute Konsumgüter nennen würden. Denken Sie an das Automobil, an das Telefon, an Staubsauger und Waschmaschinen, Haushaltsgeräte, die normalen Leuten in den 20er Jahren zum ersten Mal serienmäßig zugänglich waren. Ein wichtiger Teil dieser Verschiebung hin zum Verbraucherkapitalismus, hin zur Produktion von Konsumgütern war es, sicherzustellen, dass die Waren verkauft werden konnten. Es musste Werbung für sie gemacht werden, sie mussten vermarktet werden. In dieser Hinsicht nimmt New York in der zweiten industriellen Revolution eine Art Schlüsselposition ein, weil hier das Zentrum der Bildproduktion liegt. New York ist auch das Zentrum für Werbung und die neuen Massenmedien. Die zweite industrielle Revolution wird eigentlich hauptsächlich durch das vermarktet, beworben und verkauft, was in New York passiert. Früher ging es darum, den Menschen das anzubieten, was sie haben wollten. Jetzt müssen die Leute dazu gebracht werden, bestimmte Dinge haben zu wollen, und zwar solche, die maschinell hergestellt werden müssen, damit die Zivilisation nicht zugrunde geht. Unser Problem ist nicht, die Waren herzustellen, sondern genügend Käufer für sie zu finden. Samuel Strauss. Fast 300 Jahre lang hatte sich der Markt, den New York bediente, kontinuierlich erweitert. Sein Einflussgebiet vergrößerte sich mit jedem neuen Fortschritt im Transportwesen und in der Technik. In etwas mehr als einem halben Jahrzehnt wurde dieser Einfluss endlos ausgeweitet. Grund dafür war zum Teil die Macht der Massenmedien, die sich in Manhattan konzentrierte. Vor allem aber die fantastische Erfindung, die 1922 bereits unsichtbare Wellen von den Dächern mehrerer Wolkenkratzer in der Innenstadt sendete. Die erste Reklame, die jemals über das Radio gesendet wird, ist eine Reklame für Wohnungen in Jackson Heights. Sie beschreibt das herrliche Queens und die Vorzüge, in Stadtnähe zu wohnen, obwohl die Gegend ländlich und bäuerlich ist. Daraufhin werden die Auftraggeber mit Nachfragen regelrecht überflutet. Und da gehen überall in New York die Alarmglocken los. Das Ergebnis dieses 10-minütigen Werbespots war, dass sie Wohnungen im Wert von $150.000 verkauften. Das war die Geburt des amerikanischen Rundfunksystems und der Idee, dass Radiosendungen oft von Werbefachleuten gemacht und bezahlt werden. Und was bekommen sie dafür? Ein unfreiwilliges Publikum. Auch wenn es niemand wusste, dies war die Geburtsstunde der modernen amerikanischen Kultur. Verkauf ihnen ihre Träume. Verkauf ihnen das, wonach sie sich sehnten. Was sie sich erhofften und schon beinahe aufgegeben hatten. Verkauf ihnen diese Hoffnung und du wirst dir keine Sorgen um den Verkauf der Waren machen müssen. Helen London Cass. Angetrieben vom explosionsartigen Anstieg des Handels im Stadtzentrum und von der aufregenden Vorahnung, dass die alten Regeln in Kunst und Handel aufgehoben waren, sollte New York in den nächsten 5 Jahren die kommerziellste und die demokratischste Kultur gebären, die die Welt jemals gesehen hatte. Im folgenden Jahrzehnt, als die erste Kultur der Massenmedien allmählich die alten amerikanischen Lebensweisen aufhob, begann sich in New York eine gewaltige Kluft zwischen der Vergangenheit und der Zukunft aufzutun. Rückblickend haben die Amerikaner seither versucht herauszufinden, was damals verloren und was damals gewonnen wurde. Die
Die 20er Jahre markieren für viele Menschen den Zeitpunkt, zu dem ihnen New York vertraut wird. Der Ausdruck die wilden 20er wird wohl am besten im Hinblick auf die explosionsartige Produktion von Bildern und die neuen Massenmedien Film und Radio verständlich. Das Wilde an den 20er Jahren war, dass die Erzeugung und der Verkauf von Bildern, besonders durch die neuen Mittel der Massenmedien, enorm verstärkt und ausgeweitet wurde. New York ist der Ort, an dem die Unterhaltung, die Bilder und die Lieder produziert werden, die im ganzen Land gesungen werden. Selbst wenn sie manchmal von anderen Orten handeln, geschrieben werden sie hier. Hier ist die Fabrik der populären Unterhaltung, Hollywood, bevor es Hollywood überhaupt gab. Hier werden die nationalen Bilder, Worte und Symbole erzeugt. In den Straßen New Yorks erklingt unter anderem Jazz. Es war die spektakuläre Blütezeit des Jazz. Er war zwar kein New Yorker Phänomen, aber in den 20er Jahren strömten die schwarzen Musiker nur so nach Harlem. Dort war die eindrucksvollste, faszinierendste, aufregendste Musik zu hören, die das Land je hervorgebracht hat. Als Ravel hierher kam, wollte er dahin, wo alle Europäer hin wollten. Er sagte zu George Gershwin: Bring mich nach Harlem. Gershwin brachte ihn natürlich nach Harlem und die Musik dort haute ihn von den Socken. Europäische Komponisten kamen hierher, um dann der Presse zu Hause zu berichten: Das ist die Musik, die aufregendste Musik, die heutzutage gemacht wird. »1924 strömten schwarze Schriftsteller, Dichter, Künstler und Musiker bereits von überall im Land in die schwarze Stadt, in der Stadt. Angezogen von der Präsenz der Medien, den ungeheuren Möglichkeiten der Unterhaltungsindustrie und von Harlems Ruf der Sirenen.« Afroamerikaner hatten nie einen eigenen festen Ort in New York. Sie konzentrierten sich lediglich auf ein paar Straßen. Folglich konnten sie ohne weiteres umgesiedelt werden. Also zogen die Schwarzen in der Stadt umher. Von ganz unten im Süden der Stadt bis hoch nach Greenwich Village. Dann kamen die Italiener und sie mussten weiter nach San Juan Hill im Stadtviertel Tenderloin ziehen. Das U-Bahn-System, das bis nach Harlem führte, eröffnete neue Möglichkeiten. Es war eine Art Fluchtweg. Und trotz schwerer Vorbehalte waren die Schwarzen bereit, in das neue Gebiet umzusiedeln. Schätzungen zufolge strömten zwischen 1917 und 1925 200.000 Afroamerikaner größtenteils nach Harlem. Schon bald wurde Harlem für Afroamerikaner aus dem ganzen Land eine Art Schmetterlingskokon, aus dem sie als neue Menschen mit neuen Möglichkeiten schlüpfen konnten. Inspiriert von der schwarzen Kultur, er schuf die außergewöhnlichste Generation von Komponisten und Dichtern in der amerikanischen Geschichte, darunter Richard Rodgers, Jerome Kern, Oscar Hammerstein, Cole Porter und George und Ira Gershwin, eine völlig neue Art von Musikkultur. Sie war nicht mehr der Reinheit einer einzigen Stilrichtung gewidmet, sondern den berauschenden Möglichkeiten des Aufeinandertreffens vieler Kulturen. New York ist ein Treffpunkt, ein Rendezvous der Nationen. Ich möchte den Rhythmus dieser sich vermischenden Völker einfangen, möchte zeigen, wie sie aufeinanderprallen und sich neu zusammensetzen. Ich möchte über den Schmelztiegel schreiben, über die Stadt New York selbst, mit ihrer Mischung aus Einheimischen und Einwanderern und ihren vielen unterschiedlichen Musikstilen, schwarz und weiß, östlich und westlich. George Gershwin. Die neuen Broadway-Musicals, die auf oft berauschenden lyrischen Liedern basierten, ausgeklügelte Wortspiele mit alltäglichem Slang kombinierten und die Melodien und Rhythmen dreier Kontinente vereinten, hatten eine klare Botschaft. Amerikaner zu sein hieß, eine Mischung zu sein. Bestehendes fortwährend zu kreuzen, zu übernehmen und anders zusammenzusetzen, um daraus etwas Neues zu erschaffen. Kurz gesagt, befand sich das Wesen Amerikas in New York.
wo sich seit 300 Jahren ein nie endender Prozess der Migration und Umsiedlung vollzog. Ich würde hier von ständiger Rassenmischung sprechen, dem Mischen verschiedener Kulturen. Stellen Sie sich Blut als eine Art Metapher vor. Mein Blut in deinen Venen. Meine Sprache in deinem Mund, meine Gesten durch deinen Körper neu interpretiert. Genau das ist es. Ich glaube, Randolph Bourne nannte es transnationales Amerika. Ich würde eher von fortwährender ethnologischer Mischung sprechen. »1927 beherrschte New York schließlich die Kultur und Wirtschaft der Vereinigten Staaten wie nie zuvor. Noch nie hatte sich die Macht der Metropole so weit erstreckt. Noch nie war sie so tief ins bewusste und unbewusste Leben der Nation eingedrungen. Die wirtschaftlichen und kulturellen Kräfte der Stadt waren noch nie so eng miteinander verwoben gewesen, hatten sich noch nie so sehr gegenseitig durchdrungen. Die kreative Unruhe an Orten wie Harlem oder dem Times Square, wo die Kunst die Stellung des Handels anstrebte, erreichte auf einmal jeden Winkel Amerikas, angetrieben von der Ausbreitung der Medien in der Innenstadt, wo der Handel die Stellung der Kunst anstrebte. New Yorker Zeitschriften verkaufen sich überall und führen zur Vereinheitlichung der Wahrnehmung. Der New Yorker Slang hält selbst in den entlegensten Winkeln Einzug und vereinheitlicht die Sprache. Die Melodien der Stadt dringen in jedes Zuhause und vereinheitlichen die Unterhaltung. Schon der Gedanke an den Broadway, die Hauptstraße Amerikas, fasziniert Millionen fern und nah. Collinson Owen. Im Jahre 1927 war New York nicht nur die Hauptstadt der amerikanischen Kultur. Hier entstand die Vorstellung davon, was es überhaupt hieß, Amerikaner zu sein. Und sie wurde dann im ganzen Land und in der ganzen Welt verbreitet. Viele Menschen starrten gebannt auf dieses Bild. Und während sich manche von dem angezogen fühlten, was sie da sahen, fanden viele es auch beängstigend und abstoßend. Doch nur wenige konnten das Bild ignorieren oder ihre Augen für längere Zeit von ihm abwenden. Bis zum Jahr 1927 hatte sich das Tempo der Stadt stark verändert. Die Ungewissheiten von 1920 waren in einem gleichbleibenden goldenen Getöse untergegangen. Und viele unserer alten Freunde waren reich geworden. Doch die Rastlosigkeit New Yorks grenzte 1927 fast schon an Hysterie. Die Partys wurden größer, die Shows anstößiger, die Gebäude höher, die Sitten lockerer und der Alkohol billiger. Doch all diese Vorzüge sorgten nicht gerade für viel Freude. Die jungen Leute waren früh ausgebrannt. Mit 21 waren sie verhärtet und abgebrüht und keiner von ihnen trug etwas Neues bei. Die meisten meiner Freunde tranken zu viel. Je mehr sie sich im Einklang mit der Zeit befanden, desto mehr tranken sie. F. Scott Fitzgerald. Zwei schwindelerregende Dramen brachten die 20er Jahre zum Abschluss. Der Aufstieg der Börse und die großen Wolkenkratzerkriege waren mit nichts zu vergleichen, was New York je zuvor erlebt hatte. Fast zwei Jahre lang waren die Börsenkurse gestiegen und hatten Monat für Monat alle Rekorde gebrochen. Nur wenige Jahre zuvor hatten Finanzanalysten darüber gestaunt, dass zum ersten Mal 2 Millionen Aktien an einem einzigen Tag gehandelt worden waren. Nun waren 5 Millionen Aktien am Tag zur Routine geworden.
Herbert Hoovers überwältigender Wahlsieg verursachte sogar einen Kaufrausch, der die 7-Millionen-Marke überstieg. Die New Yorker Börsenmakler sanken nach dem 3-Uhr-Gong oft vor Erschöpfung zu Boden. Gegen Ende der 20er Jahre trat ein weit verbreitetes zyklisches Phänomen ein, das Phänomen des Geschäftskreislaufs. Zu Beginn eines Aufschwungs produziert das Kapital Waren, die verkauft werden. Dann werden die Früchte des Profits geerntet und schließlich in neue Produktionen gesteckt. Gegen Ende der 20er Jahre wurde es problematisch, denn Automobilverkäufe hatten zum Beispiel zwischen 1926 und 1927 ihren Höhepunkt. Es machte immer weniger Sinn, sein Geld weiter in die Produktion von Gebrauchswaren zu stecken. Wenn das passiert, bewegt sich das Kapital in der Regel in zwei Richtungen. Erstens wird mit Wertpapieren spekuliert. Tatsächlich gab es einen gewaltigen Anstieg der Aktienpreise. Zweitens, Immobilien. Plötzlich fließt viel mehr Kapital in Büroflächen, als nach jeder rationalen Berechnung für expandierendes Gewerbe berechtigt wäre. Hat diese Dynamik jedoch einmal eingesetzt, ist es nahezu unmöglich, sie aufzuhalten. Ende August liehen die Makler Kleininvestoren regelmäßig mehr als 2/3 des Nennwerts der Aktien, die sie kauften. Über 8,5 Milliarden $ betrugen die Anleihen bereits, mehr als die gesamte Währung, die in den Vereinigten Staaten in Umlauf war. In der Zwischenzeit wuchsen die Wolkenkratzer in noch schwindelerregendere Höhen. 16 Jahre lang war das 60-stöckige Woolworth Building unangefochten das höchste Gebäude der Welt gewesen. Nun begann der Wettkampf darum, es zu überbieten, und jeder schien dieselbe dünne, kalte, berauschende Luft zu atmen. Die Höhe eines Gebäudes ist unerheblich, erklärte der Architekt Raymond Hood und bestand darauf, dass es nun möglich sei, Hochhäuser 2,5 Kilometer hoch in den Himmel ragen zu lassen. Die Aufzugfirmen stehen bereit, fügte er hinzu. Im Frühjahr des Jahres 1929 erreichte das Himmelsstürmen seinen Höhepunkt, als der Automobilmagnat Walter Chrysler Pläne für einen gewaltigen Wolkenkratzer an der Ecke 42. Straße und Lexington Avenue enthüllte. Der Architekt William Van Allen hatte die Anweisung, das höchste Gebäude der Welt zu bauen. Kaum hatte Van Allen den ersten Spatenstich getan, als sein ehemaliger Partner und jetzt erbitterter Gegenspieler H. Craig Severance im Auftrag der Bank of the Manhattan Company die Arbeit an einem Konkurrenzbau auf der Wall Street, 80 Straßen weiter südlich, aufnahm. Das Rennen war eröffnet. Monat für Monat wetteiferten die beiden Bauherren um die Vormachtstellung. Beide änderten während der Bauphase immer wieder ihre Pläne, um die Nase vorn zu haben. An klaren Tagen konnten die Arbeiter von beiden Hochhäusern den Fortschritt ihrer 6,5 Kilometer entfernten Rivalen beobachten. Als die Bank of the Manhattan Company im Herbst 1929 schließlich richtfest feierte, waren sich die meisten sicher, dass sie den Kampf gewonnen hatte. Severance hatte zuerst eine Laterne, dann 10 neue Penthouse-Etagen und schließlich einen 15 Meter hohen Mast hinzugefügt, um seinen Rivalen ein für alle Mal zu schlagen. Doch das Chrysler Building hatte noch ein Ass im Ärmel. Während Severance denkt, sein Bauwerk sei das höchste, baut Van Allen eine Spitze aus Stahl bzw. aus Monel, einer frühen Form rostfreien Stahls. Die Spitze wird im oberen Teil des Gebäudes hergestellt und erst in der allerletzten Minute buchstäblich nach oben durchgestoßen, um als Krönung auf dem Dach des Gebäudes zu stehen. Damit ist Van Allens Gebäude höher als das seines ehemaligen Partners. Am 16. Oktober 1929 schlüpfte die 56 Meter hohe Turmspitze, die heimlich im Inneren des Hochhauses fertiggestellt worden war, aus ihrem Chromkokon und wurde triumphierend an ihrem Platz montiert. Die silbrig schimmernde Spitze vergrößerte die Gesamthöhe des Chrysler Buildings auf 319 Meter, knapp 37 Meter mehr als sein Downtown-Rivale. Thank you.
Mit seinen gotischen Dachvorsprüngen, dem Radkappenfries und den Wasserspeiern aus rostfreiem Stahl, die den Ornamenten auf der Motorhaube eines 1929er Chryslers nachempfunden waren, war das majestätische 77-stöckige Hochhaus jetzt höher als das Woolworth Building. Es war auch höher als die Bank of the Manhattan Company und höher als der Eiffelturm. Es war unbestreitbar das höchste Bauwerk der Welt. Vorläufig jedenfalls. In jenem Herbst, nur wenige Wochen nach dem Triumph des Chrysler Buildings, sollten New York praktisch zeitgleich zwei ehrfurchtgebietende Ereignisse ereilen. Das erste stürzte die Stadt kopfüber in den tiefsten und dunkelsten Abgrund ihrer turbulenten Geschichte und brachte das impulsive Jahrzehnt der Spekulationen zu einem jähen und schrecklichen Ende. Das zweite ließ sie, allen Widrigkeiten zum Trotz, höher emporsteigen als je zuvor. Ein Zeichen im Himmel, das den unstillbaren Willen der Stadt nach oben zu streben, vielleicht für alle Zeiten dokumentieren würde. Während des gesamten Sommers des Jahres 1929 war ein unheilverkündendes Grollen zu vernehmen. Die Arbeitslosigkeit war seit Monaten gestiegen, die Autoverkäufe und die Umsätze der Kaufhäuser waren stark zurückgegangen. Im Süden wie im Westen gingen Farmen in Rekordzahlen in Konkurs. Doch der wahnhafte Optimismus an der Wall Street hielt unvermindert an. Am 27. August 1929 erreichte der Dow Jones Index seine historische Höchstmarke, als ein Heer rasender Käufer über New York herfiel, das verzweifelt darauf bedacht war, keinen einzigen Handelstag zu verpassen. Sie überfluteten die Hotels, kampierten auf der Straße vor der Börse und sogar auf dem winzigen Friedhof der Trinity Church auf dem Broadway. Die Ursache für den Börsenkrach von 1929 war ein Übermaß an Spekulation. Das hing damit zusammen, dass sich die amerikanische Wirtschaft ab 1928 abzukühlen begann. Die Wirtschaft der Wall Street koppelte sich von der ihr zugrunde liegenden Realwirtschaft ab und wurde zu einer spekulativen Blase. Das schürte wiederum die Spekulationen, die immer weiter abhoben. Bis dann eines Tages jemand aufwachte und sagte, das sei jetzt zu weit gegangen. Es gibt eine alte Geschichte über Bernard Baruch, dem angeblich jeden Morgen derselbe Schuhputzjunge die Schuhe putzte. Eines Morgens soll der Schuhputzjunge ihm einen Aktientipp gegeben haben. Baruch soll in sein Büro gegangen sein, seinen Makler angerufen und gesagt haben, verkaufe meine Anteile, wenn Schuhputzjungen schon Aktientipps geben, ist es Zeit auszusteigen. Als der Sommer zu Ende ging und es Herbst wurde, änderte sich die Stimmung. Als der Aktienmarkt erst fiel, dann wieder stieg und dann erneut fiel, wurden die Investoren zusehends unruhiger. Im September löste ein Ökonom namens Roger Babson eine Welle der Angst an der Wall Street aus. Er hatte davor gewarnt, dass früher oder später ein Crash kommen wird, der entsetzliche Ausmaße annehmen kann. Andere Experten wischten jedoch alle Bedenken vom Tisch. Der Aktienkurs, erklärte einer, hat allem Anschein nach ein dauerhaft hohes Niveau erreicht. Und dann verloren sie den Boden unter den Füßen. Am Mittwoch, dem 23. Oktober 1929, setzte die erste Welle panikartiger Verkäufe ein und drückte die Preise für Spitzenaktien wie Westinghouse und General Electric. Am nächsten Morgen verwandelte sich die Angst in Panik und die Börsenmakler fingen an, Einschusskonten in Rekordgeschwindigkeit abzustoßen. Die Aktienpreise stürzten in den Keller, was den Andrang der entsetzten Spekulanten, die ihre Anteile verkaufen wollten, noch weiter verstärkte. Als vom Parkett der Börse gequälte Schreie nach oben drangen, wurde die Besuchergalerie geräumt. In weniger als zwei Stunden waren fast 10 Milliarden Dollar in Aktien einfach vernichtet worden. Am darauffolgenden Dienstag, dem 29. Oktober 1929, der als schwarzer Dienstag in die Geschichte einging, wurde die Börse von einer weiteren Flutwelle von Verkäufen überrollt.
Stündlich bewegte sich die Talfahrt des Marktes weiter auf Chaos und Tumult zu. Die Aktienkurse brachen unter der Lawine panischer Verkäufe einfach zusammen. Verzweifelte Makler kämpften, schrien und trampelten sich gegenseitig nieder, um nach draußen zu gelangen. Am schwärzesten Tag in der Geschichte der New Yorker Börse verlor der Markt 14 Milliarden Dollar an Wert. Damit betrug der Verlust in dieser einen Woche mehr als 30 Milliarden Dollar, das Zehnfache des gesamten Haushalts der US-Regierung und bei weitem mehr als die Vereinigten Staaten während des gesamten Ersten Weltkriegs ausgegeben hatten. Am härtesten traf es auf kurze Sicht die vielen tausend Kleininvestoren. In ihrem Glauben, jeder könne es zu Reichtum bringen, hatten sie Aktien auf Marsch gekauft und dabei in manchen Fällen bis zu 90% des Buchwerts als Kredit aufgenommen. Innerhalb weniger Stunden, manchmal Minuten, hatten sie alles verloren. Ihre Lebensersparnisse, ihre Häuser und ihre Träume. In dieser Woche, schrieb ein Zeitungsredakteur, wurden wir Zeuge der größten Börsenkatastrophe aller Zeiten. Es sollte anderthalb Jahrzehnte dauern, bis die amerikanische Wirtschaft sich wieder vollständig erholte. Ich glaube, es gibt einen Grund dafür, dass der Börsencrash im Gedächtnis des amerikanischen Volkes weiterlebt. Zwar leben heute kaum noch Menschen, die zu dieser Zeit vor 70 Jahren erwachsen waren, doch auf den Crash folgte die große Depression, die in der amerikanischen Psyche bleibende Wunden hinterließ. Wir erinnern uns an den Crash als den Beginn der großen Depression, obwohl die beiden Ereignisse tatsächlich nichts oder nur sehr wenig miteinander zu tun hatten. Doch das ist meiner Meinung nach der Grund, warum der Crash ein solcher Bezugspunkt wurde. Er markierte diesen schmalen Grat zwischen dem Reichtum und den wilden Cocktailpartys der 20er Jahre und der schrecklichen Depression der 30er Jahre mit ihren Schlangen vor den Brotausgaben, den Apfelverkäufern, den Aufständen wegen des Bonusgesetzes und so weiter. Mir bleibt nur hinauszuschreien, dass ich mein herrliches Trugbild verloren habe. Komm zurück, komm zurück, funkelnd und weiß. F. Scott Fitzgerald. Es war ein Gebäude, das nie hätte gebaut werden sollen. Es entstand am falschen Ort, zur falschen Zeit, und wurde von demselben spekulativen Impuls in den Himmel getrieben, der an der Wall Street gerade so hart bestraft worden war. Es wurde dennoch gebaut, in der ohrenbetäubenden Stille, die auf den Börsenkrach folgte. Als es fertiggestellt war, konnte zwar niemand sagen, ob es ein Erfolg oder ein Misserfolg war, doch jeder wusste, dass es der reinste und glorreichste Ausdruck all dessen war, wofür die Stadt stand. Der Wall Street-Finanzier John Jacob Rescap war ganz heiß darauf, ein Hochhaus zu bauen, das sich über alle anderen erheben würde. Während des gesamten Frühjahrs und Sommers des großartigen Aufschwungjahres hatte er unter strenger Geheimhaltung seine Kräfte mobilisiert. Im Mai hatte er sich bereits für eine gewagte Baustelle weit südlich des zentral gelegenen Geschäftsviertels entschieden, an der 34. Straße Ecke Fifth Avenue, wo noch immer das alte Waldorf Astoria stand. Vor Ablauf des Jahres war die Finanzierung gesichert. Mit dabei waren die legendäre Baufirma Starrett Brothers and Eakin und der Architekt William Lamb. Rescap stellte ihm eine einfache, aber atemberaubende Frage. Bill, wie hoch kannst du es bauen, ohne dass es zusammenfällt? Dramatisch enthüllte New Yorks berühmter Lieblingssohn Al Smith die Nachricht von dem schwindelerregenden Projekt. Rescap hatte den Ex-Gouverneur zum Geschäftsführer und ersten Sprecher des nun offiziell Empire State Building genannten Gebäudes gemacht. Im Oktober 1929, im selben Monat, in dem der Aktienmarkt seine furchtbare Talfahrt aufnahm, begann die Arbeit am Empire State Building mit dem Abriss des Waldorf Astoria. Als sich die Wirtschaftskrise einen Monat später verschärfte, berief Al Smith eine weitere Pressekonferenz ein. Doch Rescap war nicht gewillt, seine Pläne zurückzuschrauben. Er beschloss vielmehr, einen gewaltigen, 61 Meter hohen Turm auf das Dach seines 85-stöckigen Gebäudes zu bauen. Die eindrucksvolle Turmspitze war für sich genommen schon so hoch wie ein 17-stöckiges Haus.
Sie sollte die endgültige Höhe des Bauwerks auf unschlagbare 381 Meter bringen. Ganze 62 Meter mehr als das Chrysler Building, der leuchtende Rivale 10 Straßen weiter nördlich. 7 Wochen später, am 22. Januar 1930, begann die Arbeit am Fundament des gewaltigen Bauwerks. Das Empire State Building ist nicht nur ein unglaubliches Symbol, es spielt in der Geschichte auch eine ironische Rolle, weil es genau nach dem Börsencrash entstand. Etwa so wie der Gast, der zu spät zur Party kommt. Plötzlich hatte niemand mehr Arbeit, es gab keine neuen Wolkenkratzer mehr, das Baugewerbe war fast zum Erliegen gekommen. Sie hatten jedoch einen Etat, deshalb mussten sie das Gebäude so schnell wie möglich bauen, in der Hoffnung, dass bald Mieter einziehen würden. In den Bau des Empire State Buildings floss das Fachwissen eines halben Jahrhunderts Erfahrung im Wolkenkratzerbau auf der Insel Manhattan ein. Es war nach allen Maßstäben eine Meisterleistung der Ingenieurskunst und der Qualitätsarbeit, besonders im dunklen Winter des Jahres 1930. Während der Hochphase des Baus im August 1930 waren 3.439 Männer mit der Konstruktion des Bauwerks beschäftigt. 50.000 massive Stahlträger und Säulen, die jeweils mehr als eine Tonne wogen und mit einer Toleranz von weniger als 3 mm Dicke gefräst waren, wurden wie ein gigantisches dreidimensionales Puzzle zusammengesetzt. Erst wurden sie von Stahlwerken in Pittsburgh nach genauen Vorgaben angefertigt und dann mit dem Zug nach New Jersey verfrachtet, über den Hudson geschifft und auf Lastwagen entlang festgelegter Routen durch Manhattan zur Baustelle an der 34. Straße Ecke Fifth Avenue gebracht. Nur 18 Stunden, nachdem sie das Werk in Pittsburgh verlassen hatten, hieften 9 gigantische Kräne sie dort an ihren Platz, wo sie von Arbeitern zusammengebaut wurden. Ein Teil des Stahls war beim Aufbau noch warm, da der Stahl die Baustelle ja nur 15 bis 20 Stunden nach der Herstellung erreichte. Das ist ziemlich einmalig. In einem Zeitalter, in dem das Fließband zur Herstellung von Autos und Konsumgütern perfektioniert worden war, vervollkommneten die Gebrüder Starrett das erste Fließband zur Herstellung von Wolkenkratzern. Die Arbeit schritt so schnell voran, dass die Leute ihren Augen nicht trauten. Das Gebäude schien geradezu in den Himmel zu schießen. Jede Woche kamen 4 oder 5 neue Stockwerke hinzu, manchmal ein ganzes Stockwerk pro Tag. In der außerordentlichen Zeitspanne von 21 Tagen wurden 22 neue Stockwerke errichtet. Infolge der Depression gab es ein fast endloses Angebot an arbeitswilligen Männern. Viele hatten Angst, dass im Falle einer Entlassung sofort 10 neue Männer auf der Straße nur darauf warten würden, ihren Platz einzunehmen. Deswegen stiegen die individuellen Produktionsraten von Maurern und anderen Akkordarbeitern an, da sie nach Stückzahl bezahlt wurden. Obwohl diese Männer genau wussten, dass sie sich nach Abschluss dieser Arbeit wieder in die Schlange der Arbeitslosen oder bei der Brotausgabe einreihen mussten. Ab dem Hochsommer waren alle Augen auf das majestätisch emporstrebende Bauwerk gerichtet, das nun von jedem Teil der Stadt aus deutlich zu sehen war. Jeden Tag versammelten sich tief unten auf den Straßen schaulustige Menschenmengen und Scharen von Fotografen und Journalisten, die jedes Detail der Arbeit genau verfolgten. Für sie waren die wahren Helden die Trupps der Nieter. Hunderte von Männern, die in Viererteams arbeiteten und mühsam Stück für Stück das Stahlgerüst zusammensetzten. In einer Höhe von 300 Metern, an Trägern hängend, verrichteten diese Trupps ihre gefährliche Aufgabe in Hochgeschwindigkeit und mit der Präzision eines Uhrwerks. Erhitzen, werfen, fangen und vernieten der heißen Stahlnieten. 400 Nieten an jedem 8-Stunden-Tag. Für 1,92 Dollar die Stunde und mit einer halben Stunde Mittagspause. Diese Männer arbeiteten, spielten und aßen zusammen. Wenn einer nicht zur Arbeit erschien, weil er krank war oder sonst etwas, ging die ganze Truppe an dem Tag nicht nach oben. Dort oben konnte einfach keiner ersetzt werden, denn das Hantieren mit über 400 Grad heißen Nieten, die durch die Luft fliegen, setzte großes Vertrauen voraus. Man erhitzt die Nieten, bis sie glühend heiß sind. Dann werden sie mit Schmiedezangen aufgenommen und in manchen Fällen bis zu 15 oder 20 Metern weit geworfen und dann mit einem trichterförmigen Eimer aufgefangen. Auf diese Art gewannen die sogenannten Fänger noch etwas Spielraum, bevor die Dinger auf das Deck fallen und sich hindurchbrennen konnten. Musik
Kaskadenförmig fällt ein glühender Funkenregen von den Schneidbrennern, mit denen die Stahlarbeiter die 10 Tonnen schweren Träger halbieren und sich ihre Zigaretten anstecken. Sie schlendern viel auf dem schmalen Grat über dem Nichts entlang. The New York Times. Woche für Woche fing der Fotograf Louis Hein den atemberaubenden Arbeitsfortschritt ein. Dabei entstanden einige der großartigsten Aufnahmen, die jemals von New York gemacht wurden. Das sind die leibhaftigen klassischen Helden. Nach außen nüchtern und unglaublich nonchalant. Sie kriechen, klettern, laufen und schaukeln auf gigantischen Stahlgerüsten herum. Bärige Männer mit behaarter Brust, stämmige junge Männer, wohlproportioniert und scharfsichtig. Sie verknüpfen ihre eisernen Nerven mit dem Stahl der Träger, aus denen sie moderne Städte bauen. The London Daily Herald. Von der Arbeit am Fundament bis zum letzten Schliff an der Eingangshalle aus schimmerndem Marmor hatte es das heldenhafte Team aus Ingenieuren und Arbeitern alles in allem nur 13 Monate gekostet, um das höchste Gebäude der Welt zu errichten. Eine der größten Leistungen seit Beginn des Häuserbaus. Wir reden hier von nur 14 bis 15 Monaten tatsächlicher Bauzeit. Gerechnet wird das üblicherweise vom Zeitpunkt der Stahlfertigung an. Es wurde den ganzen Winter hindurch gearbeitet und der Winter von 1930-31 war ziemlich streng. Das war schon ein wahnsinnig beeindruckender Zeitplan. Der Tag der Eröffnung, der 31. Mai 1931, war ein Tag mit strahlend klarem Himmel. Al Smith war für die offizielle Begrüßung zuständig und führte den Vorsitz bei der Gala, die auf dem brandneuen Aussichtsdeck im 86. Stock stattfand. Unter den Gästen waren John Jacob Prescott, Bürgermeister Jimmy Walker und Gouverneur Franklin D. Roosevelt. In the world today that can be reached from a building designed, fashioned, built by the brain, the brawn, the ingenuity and the muscle of mankind. I am very happy to take part in this very auspicious occasion with my old friend Governor Smith. When I came up in the elevator, I went so high that I expected to get above snow level. An diesem Abend, als eine strahlend klare Dämmerung über New York hereinbrach, legte Präsident Herbert Hoover einen Schalter im Weißen Haus um und das Gebäude wurde zum ersten Mal erleuchtet. Empire State. Das Empire State Building schien, gleich einem verzauberten Märchenturm, förmlich über New York zu schweben. Ein so erhabenes, klares, wunderbar schlichtes, leuchtend schönes Gebäude hatte noch niemand zuvor ersonnen. Man konnte auf einen wohldurchdachten Traum zurückblicken. Well, what do you think of the sight of Greater New York from the 86th floor of the Empire State Building? I think it's a marvelous sight. And on a clear day, you can see all the way down to Sandy Hook in the south. The longest vision from any building, I'd probably think, in the world. Well, that's the highest I've ever been up. Highest for me, too. Probably as high as I'll ever be. Obwohl nun auch John Jacob Prescott den Himmel berührt hatte, wurde sein geliebtes Hochhaus nie ganz den hohen Erwartungen gerecht. All die Ausgelassenheit am Tag der Eröffnung konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Empire State Building von Anfang an ein kommerzieller Reinfall war und immer mehr zu einer Blamage für seinen Haupteigentümer wurde. Die Zweifler, die inständig vor der riskanten Lage des Gebäudes gewarnt hatten, sollten Recht behalten. Bis zum Tag der Eröffnung hatten Prescott und seine Partner weniger als 30% der Bürofläche des Gebäudes vermietet.
56 Stockwerke blieben vollständig leer. Schon bald nannten die Leute es nur noch das Empty State Building. Als das Gebäude 1931 fertiggestellt wurde, kam gerade ein riesiges Angebot an Büroräumen auf den Markt. Und das Empire State Building lag nicht gerade in einer besonders konkurrenzfähigen Gegend. Weder lag es in der Nähe des Verkehrsknotenpunktes des Grand Central Bahnhofs, noch im Zentrum des Finanzbezirks. Es stand für sich und übte daher nicht gerade eine magnetische Anziehungskraft auf neue Mieter aus. Das Gebäude wurde erst 1950 profitabel, 20 Jahre nach seiner Fertigstellung. Den vielen Enttäuschungen zum Trotz verliebten sich die New Yorker sofort in dieses erhabene Bauwerk. Und fast über Nacht wurde das Empire State Building zum romantischsten und weithin sichtbaren Symbol der Stadt. Bald drängten sich die Besucher aus dem ganzen Land und der ganzen Welt auf seine spannende Aussichtsplattform, die in ihrem ersten Betriebsjahr über $1 Million einbrachte. Genauso viel, wie ihre Besitzer im selben Jahr an Miete einnahmen. Der Anlegemast, der für Zeppeline ungeeignet war, fand bald seine wahre Bestimmung als riesige Antenne für die Radio- und später Fernsehausstrahlung. Auch wenn das Gebäude die 34. Straße nie zum Anziehungspunkt Manhattans machte, sollte sogar dieser Nachteil später wie ein Triumph erscheinen. Das schlichte, hochragende Gebäude sollte für immer in prachtvoller Isolation stehen. Glorreich, stolz, weithin sichtbar und unvergleichlich. Das Empire State Building ist mir das liebste Gebäude der Welt. Ich glaube, viele Leute haben es ähnlich ins Herz geschlossen. Es zeigt sein Gesicht von allen Seiten, wie ein Leuchtturm. Es markiert den Mittelpunkt der Insel. Es ist vom Flughafen und von New Jersey aus zu sehen. Nachts ist es erleuchtet und weist einem den Weg. Alles an ihm ruft bei den Leuten eine emotionale Reaktion hervor. Nie wieder sollte etwas Vergleichbares gebaut werden. Die wirtschaftlichen und kulturellen Kräfte, die seit der Zeit des Erie-Kanals immer stärker geworden waren, hatten es Ende der 1920er Jahre herbeizitiert. So wurde das Empire State Building zum höchsten Ausdruck der beispiellosen Fähigkeit der Stadt, ihre eigene Zukunft zu gestalten. Es strebte empor, während die Stadt und das Land gerade in der schwersten Depression ihrer Geschichte versanken. Daher markierte es einen so gewaltigen Höhepunkt und einen so wichtigen Wendepunkt im Leben der Stadt New York. Nie mehr würde es einen so grenzenlosen Glauben an die Zukunft und die ungezügelten Kräfte von Handel und Kapitalismus geben. Nie mehr würde die Stadt so konkurrenzlos die Kultur und den Handel der Vereinigten Staaten beherrschen. Und nie mehr würde die leuchtende Metropole sich so unangefochten als Nabel der Welt fühlen. Aus den Ruinen stieg, einsam und unergründlich wie die Sphinx, das Empire State Building empor. Genauso, wie ich es mir zur Gewohnheit gemacht hatte, das Dach des Plaza zu erklimmen, um Urlaub von der wunderschönen Stadt zu nehmen, die sich erstreckte, soweit das Auge reichte, so stieg ich nun auf das Dach des neuesten und prachtvollsten aller Hochhäuser. Und da verstand ich. Da wurde mir alles klar. Ich hatte den krönenden Fehler der Stadt entdeckt. Ihre Büchse der Pandora. Voller Stolz kletterte der New Yorker hier hinauf und sah bestürzt, was er nie vermutet hätte. Die Stadt war nicht, wie er angenommen hatte, eine endlose Abfolge von Schluchten, sondern sie hatte Grenzen. Sie verlief sich auf allen Seiten ins Umland, dessen ausgedehnte Grün- und Blautöne einzig grenzenlos waren.
die furchtbare Einsicht, dass New York am Ende doch eine Stadt war und kein Universum. Brachte das glänzende Gebäude, das er sich im Geist errichtet hatte, zum Einsturz. Das war das Geschenk Alfred Smiths an die Bürger New Yorks. F. Scott Fitzgerald.